Tja, gleiche Welle, gleiche Stelle. Und dann stelle ich jetzt noch was anderes vor. Das wäre etwas, ich verrate schon wieder zu viel, etwas, das ich bei der Facebook-Gruppe Bushcraft Beyond Survival gesehen hatte. Hab's mir dann natürlich selbst direkt gekauft. Das ist das Bauhaus Mora 840. Ich lasse es jetzt mal eingepackt. Ich habe mir davon 10 Stück gekauft. Die kosten 7,95 €. 7,95 € und ist als Anfängermeister echt super. So, also nochmal zum Vergleich. So sieht's aus, wenn man es kauft. Und so sieht's aus, wenn ich es in den Fingern habe. Das ist also das Mora Clipper. Das Bauhaus Mora Clipper. Und das ist das normale Clipper. Ich halte die mal in die Kamera. Vom Griff her, bis auf den Farben, sind die gleich. Von der Schneide her sind die auch gleich. Ich weiß nicht, wie das mit dem Stahl aussieht. Da wäre ich mir vielleicht nicht so ganz sicher. Aber irgendwo muss dieser günstige Preis hierher kommen. So. Ja, ich habe das noch nicht geschärft und nichts. Ich benutze jetzt einfach mal hier irgendeinen Stock, der hier rumliegt. Ja, das ist das normale Clipper. Das habe ich auch noch nicht selbst geschärft. Und das ist das Bauhaus-Clipper. Habe ich auch noch nicht geschärft. Also für mich ist da im Prinzip kein Unterschied. Ich weiß nicht, ob das der eine oder andere so sieht. Mit Sicherheit wird jetzt auch einer denken, wie schaut es mit einem Betoning aus, also mit einem Holzspalten. Ich mache das echt ungern, weil dafür sind Messer nicht gemacht worden. Weiß Gott nicht. Ich nehme also einen ganz normalen Ast. Funktioniert wahrscheinlich genauso gut wie mit dem normalen Clipper. Ja, wie man das von Mora so kennt, werden die Messer immer ausgeliefert mit einer Plastikscheide. Was viele Menschen oder viele Bushcrafter zu bemängeln haben, ist, dass die aus Plastik sind, diese Scheide. Was ich wiederum für gut halte. Denn eine Lederscheide, wenn man das Messer rauszieht, man schneidet immer ein bisschen durch und dann kann es irgendwann mal sein, dass man durch die Scheide durchgeschnitten hat und schneidet sich an den Finger. Deshalb würde ich auch jedem empfehlen, übrigens das Messer nicht so rauszuziehen mit der Schneide nach unten, sondern das Messer so oder die Scheide so anzufassen und so rauszuziehen. So, also von den Griffen, von der Dicke und überhaupt den ganzen Maßen von der Schneide sind die identisch. Daher gehe ich davon aus, dass sie auch ja nur unterschiedliche Farben haben. Weil vom Gurtklipse sind sie ein bisschen anders.
Zurück zu diesen oft bejammerten Scheiden. Es ist nichts einfacher, als die einfach so an die Hose zu klipsen. Und das geht dann auch ohne Gürtel. Also meiner Meinung nach haben diese, oder man kann, da ja hier Löcher sind, wenn man hier ein bisschen Papier oder so dazwischen tut, kann man dadurch auch Wasser filtern. Also ich finde diese Messerscheiden, Plastikscheiden, die haben einen enormen Vorteil. Ja, also ich wüsste da keinen Grund, warum man so ein Messer, da siehst du. Das normale Clipper heißt 860 mg und das Bauhaus Clipper heißt 840. So, also ich wüsste nicht, was gegen die Plastikscheiden sprechen soll. Ich finde die einfach nur praktisch und gut und sicher. So, das war's. Wiedersehen. Tschüss.